So, und damit willkommen zurück zu unserem Part Super Mario 64 in Super Mario 3D All-Stars mit dem Zwergenfürst. Und wir haben hier noch die giftgrüne Grotte vor uns. Da haben wir noch ein paar Aufgaben zu erledigen, ein paar Sterne zu bekommen. Lauf auf dem Grund des Sees. Da müssen wir mal jetzt ein bisschen zurechtkommen. Mal schauen, ob wir, ich habe mich vorher ein bisschen belesen, wo die Sterne denn sind. Ich hoffe, ich habe das alles richtig verstanden und habe jetzt auch richtig kapiert, wie ich jetzt hier, was jetzt hier zu tun habe. So, wenn ich jetzt richtig weiß, müssen wir jetzt erstmal zur Nessie kommen. Das ist hier nicht, das ist was anderes. Damit werden wir auch noch zu kämpfen haben. Ja, giftgrüne Grotte, das ist jetzt, ja, das ist nicht mein Lieblings. Mein Lieblingsgebiet hier. Da muss ich auch ehrlich sein, habe ich mich jetzt ein bisschen zu zwingen müssen, jetzt die Aufnahme zu machen. Giftgrüne Grotte, das ist wirklich. Ja, nicht das schönste Gebiet. Aber ich kann mich danach freuen, wenn wir die Aufgaben und Sterne hier gesammelt haben, dürft man die Lava-Lagune. Das wird dann doch ein bisschen spaßiger, finde ich zumindest. Für meinen Geschmack ein bisschen spaßiger. Da sehen wir schon einen Stern, da kommen wir dann durch eine andere Plattform hoch. Jetzt muss ich erstmal die Plattform finden. Leben, das abhaut. So, jetzt mal runter zum Nessie. Und da, wenn ich das richtig interpretiert habe, im Text im Mario Wiki, dann müssten wir hier mal eine Kappe finden. Ja, genau die hier. Wir haben es im letzten Part schon versucht, wir sind bloß auf dem falschen Grund des Sees gelaufen. Den Grund des falschen Sees. Jetzt müsste es hier irgendwo einen Schalter geben, den wir erstmal finden müssen. Auf dem Grund des Sees. So viel dazu. Der dürfte ja nicht allzu weit weg sein. Ich fahre hier einfach erstmal rum, um den Schalter zu finden. Wo kann der denn sein? Der Schalter am See. Der kann ja da eigentlich nicht weit sein. Der Schalter am See. Mir wurde ein Schalter versprochen. Habe ich noch keinen entdeckt. Vielleicht muss ich aber auch mit dem Mario erstmal. Die unsichtbare Kappe haben wir doch bekommen. Das heißt, der Schalter müsste eigentlich aktivierbar sein. Oder ist das wie bei der Vogelkappe, wo wir es auch nicht hinbekommen haben? Ich muss hier erstmal an Land zurück. So, wie finde ich jetzt zurück an Land? Nie wieder. Ah, hier. Da kriege ich doch hier erstmal die Kappe her. Kopfkratz. So. Jetzt mal hier ein bisschen Beeilung. Und wir haben nicht alle Zeit der Welt. Vergeude ich hier nur wieder alle Zeit. Vielleicht hier mal hoch. Ich sollte vielleicht erstmal hier den Schalter finden, denn auf
bevor ich hier was mache. Das sah doch hier schon verdächtig aus. Jetzt finde ich mich bloß hier nicht mehr zurecht. Jetzt drehe ich mich hier im Kreis. Da oben wollte ich hin. Da gab es doch so eine Schräge. Da war es doch schon so sehr verdächtig hier. Ah, ja, hier ist ein Schalter. Kann ich mich auf den... Nee, den kann ich natürlich nicht so betätigen. Und da wird wahrscheinlich die Tür hier frei gemacht. War schon auf der richtigen Fährte, aber so... So komme ich da nicht lang. So, hier die Schräge unter Wasser benutzen. Ich mit dem Pfad lang. Das ist eigentlich idiotensicher. Muss man sich nur schnell genug beeilen. So, wo sind wir jetzt hingeraten? Hier den Pfad wieder hoch, oder? Oder nicht? Hier müssen wir doch wieder hoch zum... Hier gibt es unsere nette kleine Mütze. Und jetzt hopps hier. Aber mach ihn hier. Na komm. Die Zeit ist doch schon fast vorbei. So wird hier nix. Oha, knappe Sache. Da ist die Tür offen. Sehr schön, da müssen wir durch. Oha. Wo sind wir hier rein geraten? Ach du Schreck. Und verkackt. Ein bisschen Doppelsprung müssen wir hier machen. Doppelsprungkünstler. Muss den Schalter nochmal aktivieren oder was? Ach du Schande. Und das wird ein Spaß. Und ist die Tür jetzt offen? Das wird ein Spaß, wenn wir jetzt hier die Tür mehrfach öffnen müssen. Wäre nur logisch. Das wird lustig. Zumindest wissen wir jetzt, wo der Schalter ist. Da beschäftigen wir uns jetzt hier eine Weile noch mit. Und danach geht es ins Nebellabyrinth. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Endstern haben wir schon von weitem gesehen. Zumindest habe ich mir... Ach, Kacke. Jetzt verliere ich hier mein Leben. Zumindest weiß ich hier mittlerweile, zumindest weiß ich jetzt mir mich hier schon zu überlesen und weiß schon, wo ich hier meine Tipps kriege. Nicht wie in der DS-Version, wo ich dann letztendlich dran gescheitert bin, dass ich nicht wusste, wie ich die Sterne kriege, weil es da ja keine Anleitung zu gibt im Spiel. Es ist doch nicht wahr jetzt hier. Es ist doch hier wieder unnötige Tode. Der dritte Stern, den kriegen wir wohl heute noch hin. Ach komm, verbrennt er sich den Arsch daran. Es ist doch hier nicht. Mamma mia. Den Puppes verbrennt er sich an der Lava. Da könnt ihr euch ja schon auf die Lava-Lagune freuen. Das ist ja, das wird ja hier. Dann wird so einiges brennen. Als ob ich das nochmal mache. Als ob das nochmal passiert. Es ist ein bisschen Konzentration. Ich habe nur noch ein Leben. Falls die Tür dann noch offen sein sollte, ist es nach dem Game Over nicht mehr. Das tut sie nicht mehr sein. Das garantiere ich aber. Nach dem Game Over ist er definitiv zu. So, Steinrutscher. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Das kann dolle weh tun. So mit den Händen an der Stange rutschen. Das zwiebelt. Nicht nachmachen. Es kann üble Verbrennungen geben. Es kann die ganze Hand in den Haut zerschmelzen.
und Reibungswärme und so. Physik. Was zum? Sterbe ich hier an der Stelle? Das gibt's doch nicht. Das ist doch skandalös. Na ja, gut, wir wissen, wo das Ding ist, wo wir hin müssen. Let's go. So, wir können jetzt mal gerade eben den Weg durch den Tunnel hier nehmen. Autsch. Können wir mal hier mal demonstrieren, wie man durchs leere Wasserbecken reinkommt. So, der kürzere Weg. Zum Demonstrationszwecken. Wir brauchen einen beherzten Doppelsprung. Sehr gut. Dann müssten wir hier schon gleich in der Nähe sein. Ich einmal hoch. Dann geht's in die grüne Giftgrütze. Ich hoffe wenigstens, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Die grüne Giftgrotte, die ist für mich wirklich... Naja. Die roten Münzen haben wir schon gesammelt. Immerhin. Zwei Sterne haben wir schon. Ich bring's einfach hinter mich. Mit den Lösungen im Kopf geht das auch einigermaßen. Nein, 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 was zum Henker? Dann rutsche ich hier die Piste. Du sagst es, Mario, Mamma Mia. Ich dachte nicht, dass ich mich jetzt so lange am dritten Stern aufhalte. Gut, dann machen wir den dritten Stern. Und die anderen dann nächstes Mal. Es ist heute wirklich, mir fehlt langsam die Konzentration wieder. Man merkt es wieder. Man merkt es, dass es spät wird und es mir wieder... dass ich nicht mehr ganz bei der Sache bin. Es ist so ein bisschen... es wird hier wieder peinlich. Na komm, jetzt hier. So schwer kann das doch nicht sein. Jetzt so runter. Zum Messi zu kommen ist doch nicht das Problem. Die Tür zu öffnen kriegen wir auch mittlerweile hin. Wir müssen jetzt nur noch die paar Doppelsprünge dort machen. Dass da dann immer noch eine Hürde steht. Dass wir die Tür noch öffnen und. Das ist dann immer noch Hindernis und immer noch... jetzt nicht abrutschen. Böser Mario. So, ohne Schaden hier durch. Halt, ich brauche hier... ich brauche das Leben dringend. Ach, Geronimo. So, Tür öffne dich. Und dann komm jetzt hier, keine Zeit verschwenden. Ein Tupfer rein. Und dann komm jetzt hier. Ist eh schon eine knappe Aktion hier. Und dann komm hoch hier. Eine sehr knappe Aktion. Darf man sich keinen doppelten Sprung erlauben. Gut, das kriegen wir hin. Sehr günstig. Übung macht den Kleistermeister. Haben Sie eine Minute Geduld? Ich bin gleich wieder für Sie da. Und jetzt mal hier einfach geradeaus laufen. So ist das doch konzipiert. Dass man hier mal geradeaus läuft. Sehr gut.
man gerade aus den Weg und keine. Hier brauche ich einen Doppelsprung wahrscheinlich. Wie werde ich dich denn los? Dann kommt gleich der nächste Kollege. Es ist doch skandalös hier. Und springen gleich rein. Ob das heute noch was wird? Ich weiß es nicht. Oh, Feier. So. Next try. Also jetzt ja geradeaus auf den Weg machen. Keine Verlängerung, keine Umwege gehen. Hier wirst du kurz gestoppt. Dann kommen wir direkt weiter. Verdammt, das haben wir verkackt. Komm ich den Berg hoch. Habe ich nicht richtig gesehen. Ja, habe ich nicht richtig geblickt. Machen wir nochmal. Ich schneide euch das so schön zurecht, dass ihr hier mal ein bisschen den Anfahrtsweg hier nicht mal sehen müsst. Das ist nur ich mir das mal antun muss. Ich wenigstens hier der Weg zu dass hier erspart bleibt. Sehr gut. Und jetzt mal hier. Konzentration betrieben. Doppelsprung, Einzelsprung geht fast, man schafft es fast mit einem Sprung rüber, aber Doppelsprung den kann ich noch nicht so gut, muss noch trainieren. Weiter geht's, nächster Versuch. Es ist ja auch schlimm, dass man hier immer wieder die Wege frustrierend, dass man den Weg immer nochmal von vorne gehen muss. Den ganzen Weg nochmal von Anfang an des Levels. Von der Map nochmal bis zu dem Punkt hier. Und dass die Tür dann wieder geschlossen ist. Und das war das, ja, muss man wirklich alles nochmal von vorne. So war es halt eben 1964 damals. Hat man es halt den Spielern noch nicht leicht gemacht. Also Doppelsprung und Dreifachsprung. Das muss doch möglich sein hier. Das muss doch möglich sein damit. Das war kein Dreifachsprung, das war kein Doppelsprung, das war. Habe ich es verkackt. Ansonsten, ich mache jetzt nur drei Versuche dort hinten. Ansonsten schneidet es euch wieder aufs Game mit rein. Dann kriegt ihr wieder einen hübschen Clip. Wie ich es aufs Game geschafft habe, das kann man ja mit der Switch so gut mitschneiden. Sieht dann so noch besser aus für euch. Gut, dreimal bin ich es noch gut gewollt, das zu versuchen. Ansonsten versuche ich es noch 50 Mal ausgehen. So ist es ja nicht. Man muss immer dazu sagen, bei mir ist das irgendwie auch immer die Anspannung vor der Kamera. Das ist so ein bisschen. Ist was anderes, als wenn man das auf dem Sofa spielt. Ich hocke ja hier mit einer halben Arschbacke hier noch auf dem Stuhl, Schreibtischstuhl. Das ist eine andere Art als Play, als versuche vielleicht mal an der Wand abzuspringen links. Vielleicht kriegt man da einen Wandsprung hin. Das ist vielleicht die Lösung. Dann sind wir auf der zweiten Plattform und von der zweiten Plattform müssen wir auf die dritte. Oh Mann. Es wird nur ein Kampf. Das alles für einen Stern. Mittlerweile bin ich auch so trainiert hier von mehrfachen Versuchen, dass ich den Hinweg noch einigermaßen halbwegs Content kriege. So oft schon gemacht. Wir laufen ein bisschen zu langsam unter Wasser. Aber das kriegen wir doch mittlerweile auch hin. Das
schon noch das hinkriegen. Und auf einen Sprung bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Und reingesprungen. Gut, einmal mache ich es noch, dann ist dann hier. Ich sah den Sternchen am Ende. Einmal mache ich es noch, dann mach ich es offscreen. Einmal mache ich es nochmal mit euch, mit Moderation hier. Ein letzter Versuch. Ein letzter Versuch bis zum Ende. Dann versuch es nochmal bis zum Ende. Wir versuchen nochmal. Die Doppelsprung-Sache. Das ist noch das Ziel, das noch einmal zu versuchen. Da zieht sich das jetzt natürlich ein bisschen in Länge. Die Partlänge in die Länge ziehen. Ich werde das irgendwie so schneiden, dass das in einen Part passt. Aber sowas von. Das kann ich hier auf mehrere Parts strecken. Es geht hier um einen Stern. Das ich werde auch immer schlechter dran. Oder die Level schwerer. Oder beides. Ich meine, die ersten Parts waren ja mal, da haben wir in zwei Parts die ganze Map geschafft. Also Bombenberg, das haben wir in einer Stunde geschafft. Was auch vergleichsweise langsam ist. Das ist, also ich bin hier wirklich. Aber in Mario war ich noch nie wirklich der Skiller. Das ist wirklich noch nicht. Da bin ich wirklich kein Profi. Aber im Vergleich zu DS-Version und zu anderen Malen, wo ich es privat gespielt habe, habe ich doch mittlerweile halbwegs drauf. Ich habe mich verbessert. Ihr müsstet mich bei einigen Runs mal sehen, die ich privat gespielt habe. Die sind nun leider nicht gefühlt. Ich habe mich schon blöd angestellt bei Super Mario 64. So, das Leben können wir hier holen. Extra Leben. Ein fünftes Leben kann auch mal zücken. Wo ist hier? So. Den Weg kriege ich mittlerweile gebacken. Wenn ich vorne an den Flammen sterbe. Na komm, jetzt ein bisschen. Ein bisschen Bemühung hier drüben. Beim Doppelsprung dann. Vielleicht schaffen wir es mal bis zur zweiten Plattform. So. So, Schweiß von der Stirn wischen und hops. Fast. Das war schon der richtige Ansatz. Das war schon. Den Doppelsprung habe ich schon geschafft. Na gut, glaube ich, nachher soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Nächsten Part nicht verpassen wollt. Bis dahin habt ihr eine angenehme Zeit und haut da rein. Ciao.